Jesus kommt nach Jerusalem. Jesus und seine Jünger gehen zusammen nach Jerusalem. Sie wollen dort das Passafest feiern. Jesus sagt zu seinen Jüngern, in Jerusalem wird man mich gefangen nehmen und töten, aber nach 3 Tagen werde ich vom Tod auferstehen. Es ist nicht mehr weit nach Jerusalem. Jesus sagt zu 2 Jüngern, geht in das nächste Dorf. Dort findet ihr einen jungen Esel. Bringt ihn her. Ich brauche ihn. Ihr könnt ihn dann später wieder zurückbringen. Die beiden Jünger holen den Esel. Sie legen ihre Mäntel dann auf seinen Rücken. Dann steigt Jesus auf den Esel und reitet auf ihm nach Jerusalem. Die Leute sehen Jesus kommen. Sie breiten ihre Mäntel vor ihm auf der Erde aus. Sie brechen Zweige von den Bäumen und legen sie auf den Weg. Die Menschen jubeln und rufen Jesus zu. Hosianna, wir grüßen unseren König. Gott hat ihn geschickt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Sie freuen sich und denken, jetzt trifft ein, was Gott gesagt hat. Dein König kommt zu dir, Jerusalem. Er bringt den Frieden. Er reitet auf einem Esel.